Moin Leute, hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch das Update. Auf jeden Fall zeige ich euch heute das Update, ja klar. Ich zeige euch heute das Update, also ich habe wieder ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Schreibt gerne auch einen Kommentar und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, tschüss. Ciao, Freunde. Ich hoffe, ich will Ciao sagen, obwohl das Video noch nicht mehr angefangen hat. Also, ich habe euch wieder ein mega krasses Video für euch vorbereitet. Geht so. Heute zeige ich euch das Update und das natürlich das Ding. Ja, dann zeige ich euch auch das direkt. So, hier sind wir auch schon. Kurz Toner machen. Hier ist. And welcome to Brawl Talk. Also Season 6 kommt jetzt raus. Einige neue Skins habt ihr eben schon. Danny Ryan. Mach mal Ton an. Belle is the chromatic brawler of the season. She's an outlaw who likes to rob banks in any town she can find. And she's a sharpshooter, and with her mini attack, she attacks the target, and the projectile keeps bouncing back and forth among the enemies until they spread out. That's right, and for her super, she fires a special bullet. After it hits the target, that target will take extra damage from any sort. And she's also getting a killer skin with the Brawl Pass, which is called Belle Goldhand. But don't worry, because we'll be safe as long as we have the new Gunslinger Cold skin, which is the first one of the pass. And we are also getting a bunch of Wild West skins with Marshall Ruffs, Miss Fortune Tara, Amber de la Vega, and Big Draw Edgar. But it doesn't stop there. In this Power League season, you'll be able to unlock Saloon 8-bit as well as two exclusive profile icons. And for Golden Week, we are getting Nekobi and Gold Nekobi. Also in this update is Lantern Sandy and Do-It-Yourself Surge. And Ryan, how about Archvillain B? Great question, Danny. Archvillain B is our previous Supercell Make winner, and she will be coming in this update. But there's more! We have a brand new Supercell Make campaign for Nita's Summer Splash. So go check it out and design your own skin there. Let's talk game modes, Ryan. Our newest seasonal game mode is called Knockout. This is a best of three where you'll try to eliminate the enemy brawlers. Now the twist is that once you eliminate the brawler, they don't respawn, so you have to deal with the situation with only two brawlers on your side. Hey Danny, have you heard about Squeak? Squeak, the new brawler! Belle doesn't Squeak. No! Squeak is the second brawler that's coming in this update. It's part of Colonel Ruff's Star Force trio, and an alien being that has evolved from the cumulative tool on Ruff's dog toys. That's true, and he throws explosive toys towards enemies, and the toys stick to walls and the brawler because of all the drooling. That's right, and his super is a frag bomb that when thrown on the map occupies a large area and explodes. So you'll have to be quick if you want to evade it. It's gonna be released in May, and it will come with a mythic rarity. Besides that, we're getting more animated pins, and fast forward and rewind on replays, and true gold and silver skins for Spike, Nita, and Jean. And Duo Showdown is coming to the map maker. So thank you for watching, and we see each other in June. Und dann ist es ja noch, dass Danny. It's with a heavy heart that I announce that this will be my last Brawl. I've taken a new role at Supercell as the community lead overseeing all games. I've held the Brawl Stars team for nearly 4 years. Also Leute, wie findet ihr das Update? Schreibt mal rein. Es gibt viele neue Skins. Wie findet ihr das Update? Es gibt viele neue Skins. Ja. Viele neue Skins, die zwei Brawler, der eine aber natürlich chromatisch ist auch wieder mega nice. Feiere ich, auch wenn ich den zweiten viel besser finde als den ersten. Schreibt mir in den Kommentaren, wie welche, ob ihr auf das Update gehypt habt. Season 6, also jetzt mit Abstand am besten, finde ich. Auch sau viele, 17 neue Skins? Auf jeden Fall eine Menge. Na, also irgendwann will ich auch mal ein Brawl TV auf, das ist natürlich Ziel, aber jetzt. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das Update findet, das neue, das April-Update. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt gesund und euch eine frohe Ostern. Auch wenn das Video heute Abend noch rauskommen wird. Schreibt mir mal euren Tipp Bayern gegen Leipzig rein.
Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Und bleibt gesund und munter. Ciao.